Hier hat Charles schon mal geübt, als er im Mai erstmals die Parlamentseröffnung leitete. Neben ihm die Krone, die Elisabeth während ihrer Krönung trug und die nun die seine ist. Anna Mundt. Nun singen sie God Save the King. Ein Tribut an den neuen König Charles III. Am Tag nach dem Tod von Queen Elizabeth. Am großen Gedenkgottesdienst nehmen neben der neuen Premierministerin Liz Truss auch 2000 Bürgerinnen und Bürger teil. König Charles selbst ist nicht dabei. Es wird aber eine Videobotschaft eingespielt. Ich möchte das Andenken meiner Mutter würdigen und ihr Leben im Dienst. Ich weiß, dass ihr Tod für viele von euch große Traurigkeit bedeutet. Und ich teile diesen Verlust, der unmessbar schwer ist, mit euch. Es sind große Fußstapfen, in die König Charles heute tritt. Vielleicht auch deshalb kommt es heute zu einer ungewöhnlichen Szene, als der neue König am Nachmittag am Buckingham-Palast ankommt. Kurzerhand geht er auf die Menge zu, reicht den Menschen die Hand. Und für einen kurzen Moment tritt die Trauer in den Hintergrund. Und es erklingt spontan die neue Hymne des Vereinigten Königreichs. Dass er rausgekommen ist und dass so viele Menschen gesungen haben, das war toll. Er sah sehr stolz aus. Ich glaube, er wird seine Sache gut machen. Charles ist eine ganz andere Person als die Queen. Es könnte ganz anders werden als zuvor. Er hat sich sein ganzes Leben auf diese Aufgabe vorbereitet. Und ich bin mir sicher, dass er seiner Mutter alle Ehre machen wird. Kurze Zeit bestimmen Charles und seine Aktion sogar die Diskussion in den britischen Medien. Doch natürlich geht es heute vor allem um seine Mutter. Kanonenschüsse und Glockenschläge für die Queen. Ein Land in tiefem Respekt. In seiner Rede an die Nation verspricht König Charles vielleicht auch deshalb fortzuführen, was sie der Nation in jungen Jahren versprochen hat. Und wie die Queen selbst mit solch unerschütterlicher Hingabe, verpflichte auch ich mich jetzt, für die übrige Zeit, die Gott mir gewährt, die konstitutionellen Prinzipien im Herzen unserer Nation hochzuhalten. Morgen wird Charles offiziell zum König proklamiert. Seine größte Herausforderung wird sein, die Monarchie für die Zukunft aufzustellen. Annette Dittert ist für uns am Buckingham Palace. Annette, was sagen dir die Menschen, die dort hinkommen, um zu trauern und Blumen abzulegen? Die sind eigentlich vor allem ganz still. Nach diesem ersten Schock gestern herrscht heute hier so etwas wie ein emotionaler Ausnahmezustand. Die Menschen kommen und gehen weiter hinter mir zum Buckingham Palace, legen Blumen ab, manche weinen, sehr viele sind ganz ruhig und gehen dann wieder und dann kommen wieder neue. Das ist wie so eine ewige Welle hin und her und man spürt einfach diese tiefe Trauer, aber es ist vor allem eine ungeheure Ruhe über der Stadt. Ich habe London noch nie so leise erlebt. Jetzt haben wir gerade schon ein paar Ausschnitte aus Charles' erster Ansprache gehört im Fernsehen. Was war seine wichtigste Botschaft? Neben der sehr persönlichen und wie ich fand sehr, sehr warmherzigen Würdigung seiner Mutter war das die wichtige Botschaft, glaube ich, die im Kern dieser Rede stand, dass Kontinuität stattfinden will, dass er eben bruchlos versucht, an das Erbe seiner Mutter anzuknüpfen. Im Palast ist es ganz wichtig, dass das eben nicht als Ende einer Ära gesehen wird, nach der dann Charles wieder neu anfangen muss, sondern dass das eben jetzt ein möglichst bruchloser Übergang wird. Und ich glaube, das war das Kernthema seiner Rede und ich fand, das war auch sehr gelungen. Aber wird ihm das gelingen, Kontinuität zu schaffen? Und ist dieses Königreich ja mehr als fragil? Zerrissen seit dem Brexit, Schotten, Nordiren streben nach Unabhängigkeit. Die Queen hat das mit Mühe und Not zusammengehalten. Kann ihm das auch gelingen?
Es wird sicher sehr viel schwerer jetzt und nicht nur, weil es jetzt ein neuer König ist, Charles III., sondern weil es eben schon unter der Queen, in der Zeit der Queen, ein immer zerrisseneres Königreich war. Seit dem Brexit ist Nordirland in einer seltsamen Zwischenlage, hängt jetzt fast mehr mit Irland zusammen als vorher mit dem Königreich. Die Schotten wollen mehr denn je weg von den Engländern. Dieser Graben ist viel, viel tiefer geworden. Und die neue Premierministerin Liz Truss hat in ihrem Wahlkampf die schottische Regierungschefin jetzt auch noch beleidigt. Also da ist der, das wird ein Riesenriss werden mit dieser neuen Regierung. Und ob Charles den so kitten kann, wie das die Queen konnte, deren Liebe zu Schottland ja so bekannt war und was die Schotten ihr auch einfach, ja, ihr gegenüber auch sehr viel wärmer gemacht hat als sonst. Also als wir bei dem Unabhängigkeitsreferendum in Schottland waren, haben uns viele Schotten gesagt, dass sie eigentlich doch nicht die Unabhängigkeit wollen, weil sie die Queen behalten wollen. Das würden die nicht zu Charles sagen. Und wie gesagt, die Zeiten werden härter hier. Das Königreich wird zerrissener. Die schottische Regierungschefin will ein Unabhängigkeitsreferendum notfalls auch ohne Zustimmung Londons abhalten, möglichst bald. Und ob Charles das durch seine Persönlichkeit so zusammenhalten kann, wie die Queen das noch konnte, das wird man sehen. Aber ich glaube, er wird es da sehr, sehr viel schwerer haben. Danke für die Einschätzung, Annette aus London. Sie beschließen. Und bestimmt hätte es ihr gefallen, wenn viele Menschen sie so in Erinnerung behalten. Verschmitzt und mit hoheitlichem Humor. So wird zum Beispiel erzählt, dass Königin Elisabeth bei Proben zur jährlichen Eröffnungsrede des Parlaments gerne mal einen Sack Mehl auf dem Kopf hatte, der genauso schwer war wie die Krone, derweil die noch in den Auslagen des London Towers lag. Davon gibt es leider kein Foto, aber es sind andere, filmreife Momente überliefert. Über die Königin als Star der Popkultur, Melanie Booth und Angela Ulmrich. James Bond auf dem Weg zur Queen. Der echten. Königin und Agent sorgten 2012 für Aufsehen im Eröffnungsfilm der Olympischen Spiele in London. Good evening, Sir Bond. Good evening, Your Majesty. Die Queen, eine Monarchin mit feinem Humor, vis-à-vis nicht nur mit Staats- und Regierungschefs. Auf dem roten Teppich traf sie einst schon Hollywood-Größen. And then Marilyn Monroe herself. Und ließ sich von den Schauspielern nicht in den Schatten stellen. Wer sie wirklich war, hinter der königlichen Fassade, wussten nur wenige. I'm in heaven. Ihre Lieblingsmusik, die ihrer Jugend, etwa von Fred Astaire. Und der ABBA-Klassiker Dancing Queen. Im Gespräch mit einem BBC-Journalisten soll die Queen gesagt haben, das ist mein Lieblingslied. Schließlich bin ich die Queen und ich liebe es, zu tanzen. Er stoppte gestern die Musik für sie. Elton John unterbrach angesichts der Todesnachricht sein Konzert in Kanada. Ich bin 75 und sie hat mich mein ganzes Leben begleitet. Ich bin sehr traurig, dass sie jetzt nicht mehr da ist. Andere Musikgrößen trauern im Netz. Die Rolling Stones sprechen der Königsfamilie ihr Mitgefühl aus. Barbara Streisand postet einen Schnappschuss. Ganz privat, ohne Krone, zeigte sie schon 2016 die Starfotografin Annie Leibovitz. Die Queen, ein Familienmensch. Im letzten Sommer dann ein ungewöhnlicher Gast. Paddington Bear verletzte bei der Tea Time erst das königliche Benimmprotokoll, entlockte der Queen aber dann ein gut gehütetes Geheimnis. Woher nahm Ihre Majestät eigentlich ihre Energie? Der Bär hat ja immer was zu knabbern dabei. So do I. I keep mine in here. For later. Der Bär zieht den Hut, stellvertretend für uns alle. And thank you for everything.